Willkommen zu einer neuen Runde Market Roundup und heute, man sieht es mit einem kleinen Special Market Roundup, denn das ist ja der erste Market Roundup in diesem Jahr. Den ersten Aktien Roundup, den haben wir schon hinter uns, aber wir wollen nochmal heute den Tag nutzen, um auf das letzte Jahr zu blicken. Wir machen das ja jedes Jahr, letztes Jahr hier haben wir das ebenso getan, haben so ein bisschen Trends skizziert, haben ein bisschen rechts und links was erzählt, ja, was dieses Jahr eventuell passieren könnte. Und ebenso wollen wir in diesem Jahr natürlich mal draufblicken, okay, was war jetzt wirklich los im Jahr, was ist passiert, was ist in den einzelnen Monaten passiert. Wir gehen mal kurz durch die einzelnen Monate, was ist an Inflation passiert. Wir gehen durch die Charts von DAX, vom Dow Jones. Wir gucken uns mal an, was waren die besten und schlechtesten Titel und werfen ein paar Blicke auf wichtige Trends und Themen für das kommende Jahr. Und nächste Woche geht es dann wieder in klassischer Manier weiter. Dann gucken wir jetzt auch schon mal die ersten Bankenergebnisse an, die ja wieder relativ beeindruckend waren, zumindest wenn man in Richtung JP Morgan zum Beispiel blickt, die wieder mit Rekordgewinnen dastehen. Dazu aber mehr nächste Woche. Diese Woche deswegen mit einem Start in Richtung, was war los im Jahr 2023? Und es gibt das, oder man kann das in verschiedenen Richtungen betrachten. Eine Betrachtungsweise ist so vorzugehen, dass man sich mal anguckt, okay, was ist wirklich an einzelnen Performances passiert. Das sieht man hier ganz gut in dieser Variante. Das heißt, hier sehen wir wirklich, was ist im S&P 500 passiert, plus 25%, was ist im Dow Jones passiert, plus 13%, was ist im Nasdaq passiert, plus 55%, was ist im DAX passiert, plus 19%. Wir können uns das auch noch in verschiedenen Art und Weisen im MSCI World angucken, in Gold angucken, in Euro, US-Dollar angucken. Das kann man sich so als Übersicht angucken und deswegen haben wir es hier auch mal abgetragen. Das ist definitiv ein Weg. Wir werden das natürlich aber so ein bisschen mal nachvollziehen und auch mal ein bisschen aufsplitten. Was hat die Indizes wirklich getragen? Was hat sie weiter nach vorne gebracht? Ja, und in welcher Manier kann man sagen, sind diese Indizes auch dann über das Jahr gestiegen? Bevor wir das aber tun, wollen wir erstmal darauf gucken, was war wirklich der große Ausblick für das Jahr 2023. Und das haben wir letztes Jahr am 10.01. gemacht, haben da angefangen, Themen zu skizzieren, natürlich auch im Rückblick auf das Jahr 2022. Was waren da so die großen Trends, über die wir gesprochen haben, zumindest im Jahr 2023? Und man sieht es ganz oben, ja, Value, Dividende, das war ja das, was so, ja, in dem, das, was viele Investoren über die letzten Jahre getragen hat, kann man so sagen, Stabilität gewahrt hat. Value- und Dividendentitel waren insbesondere ja so die Zuflucht quasi für alle, die keine Lust hatten auf große Schwankungen an den Märkten. Und das haben wir sehr, sehr stark auch über das Jahr gesehen. Während viele beständige Titel relativ konstant gelaufen sind, sind insbesondere die Growth-Titel, die hier auch stehen, die gewesen, die nach oben und unten gesprungen sind. Globalisierung und Protektionismus waren ein großes Thema, auch zum Ende des letzten Jahres ging es schon los, insbesondere im Jahr 2022 haben wir ja auch schon darüber gesprochen, ja, wie schirmt man sich jetzt wieder weiter ab? Man hatte Pandemien, die ein großes Thema waren, aber es ging tatsächlich auch so ein bisschen in die Richtung, ja, was machen wir mit aufkommenden Kriegen? Wie schaffen wir es, Lieferketten zu stabilisieren? Und ja, aufkommender Protektionismus ist definitiv ein Thema gewesen in diesem Jahr, weil es dazu geführt hat, dass sich ja, viele Länder wieder auf Heimatmärkte konzentriert haben, viele Lieferketten sich so ein bisschen gewandelt haben. Wir haben starke Trends gesehen, aus China raus, rüber nach Indien. Apple ist dafür ein gutes Beispiel, die Produktion da gerade diversifizieren und verlagern. Der Finanzsektor war ein großes Thema. Ich hätte nicht gedacht, dass es am Ende so groß wird, kann man so sagen. Wir haben ja wirklich Ach und Krach gehabt, losgelöst von der Silicon Valley Bank oder ausgelöst von der Silicon Valley Bank rüber zur First Republic Bank. Da ging es wirklich zur Sache. Es gab die ersten, ja, kann man sagen, fast Insolvenzen, dann große Übernahmen. Es hat sich einiges getan. Es hat den Markt auch ein bisschen durcheinander gewirbelt. Es hat dazu geführt, dass große Banken noch mehr Zulauf bekommen haben und kleine Banken sich so ein bisschen oder kleinere Banken sich wieder so ein bisschen aufgelöst haben. Und das alles im Kontext der Sicherheit, ähnlich gesehen auch für den Energiesektor. Wir sind etwas wieder zurückgewandelt zu ja, konservativeren Trends im Energiesektor. Das haben wir ja zuvor auch schon gesehen. Ölunternehmen und Gasunternehmen haben große Gewinne geschöpft und ja, der erneuerbare Sektor ist der, der
gezahlt hat quasi dafür, weil die Investitionen weggeblieben sind, insbesondere dadurch, dass wir wirklich hohe Investitionskosten haben, durchgetrieben durch sehr, sehr stark steigende Zinsen. Cybersecurity sollte ein großes Thema sein, auch ausgelöst aus dem Krieg natürlich Russland-Ukraine war das ein Thema, aber generell sind halt moderne Konflikte auch sehr, sehr stark getrieben von Cybersecurity, nicht nur auf geopolitischer Ebene, sondern halt natürlich auch auf Unternehmensebene. Digitalisierung natürlich ein Thema, AI haben wir letztes Jahr schon angefangen stark zu thematisieren und das hat tatsächlich natürlich auch dieses Jahr dominiert. Auch Elektromobilität, ja, und der Jobmarkt, den treibt es sowieso ja eigentlich fast jedes Jahr um. Aber insbesondere diese Lohnpreisspirale war natürlich eines der Top-Trends und ja, das war natürlich auch so ein bisschen was, was wir nochmal heruntergebrochen haben in die Rezession, die ein großes Thema war, die Inflation, die ein großes Thema war. Und jetzt kann man sagen, der eine, ja, war die Rezession schon, kommt sie noch, haben wir sie überhaupt erlebt oder kam sie nicht? Ja, da gibt es natürlich verschiedene Definitionen von und wir kommen später auch nochmal auf verschiedene Graphen, die das Ganze so ein bisschen beschreiben. Zinsschritte waren ein großses Thema, kann man sagen, FED und EZB, beide haben ordentlich angezogen und man hat zum Anfang des Jahres auch noch nur in Teilen mit diesen großen Zinsschritten gerechnet. Zum Ende des Jahres wurde es dann so ein bisschen klarer, aber viele haben ja doch gedacht, dass es nicht ganz so kritisch kommt. Ja, Russland-Ukraine-Krieg, natürlich ein großes Thema, dass jetzt noch der zweite dazukommt, insbesondere in Israel, im Gazastreifen, verbessert die weltpolitische oder die globalisierende Lage eigentlich nicht. Wir haben Corona und das Ende der Pandemie. Das ist mittlerweile ja fast kein Thema mehr, aber zum Beginn des letzten Jahres, insbesondere in China, hatte man ja die große Hoffnung, dass ja über diese Regulatorik und die Stationen, die Öffnung Chinas wieder so ein Boost in den Markt kommt, dass wieder die Wirtschaft belebt wird. Das ist eigentlich nicht so nicht passiert und das trifft insbesondere China am allermeisten und das sieht man später auch in den Performances der großen Indizes. Ja, und Lieferengpässe haben sich damit natürlich auch ja insbesondere verschoben und ja, ich habe es gerade eben schon angesprochen, diese großen Schritte in Richtung Veränderung oder die Veränderung der Lieferketten, das war ein großes Thema für 2023. Man sieht es nochmal hier ganz gut von dem, was ich gerade eben angesprochen habe, das waren so die Erwartungen zum Ende des letzten Jahres. Man sieht es hier, Dezember 2022 sind so die Erwartungen gewesen, dass es große Zinsschritte gibt, die sie in der Spitze tatsächlich hier so bei 5,25% münden und damit lag man in der Tat zumindest zum aktuellen Zeitpunkt ganz gut, denn hier sieht man so ein bisschen zum Januar quasi zum 11. Januar 2024, wir sind jetzt zwischen 5,25 und 5,5 kann man so sagen, also wir haben ordentliche Zinsschritte hier gemacht und eigentlich stehen jetzt nur noch Zinssenkungen in Aussicht, allerdings weiß man natürlich nie, was passiert, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, der Markt antizipiert aber eine deutlich abfallende Kurve für dieses Jahr, das heißt, spätestens mit Beginn des Frühlings kann man so sagen, rechnet man eigentlich mit den ersten Senkungen, die dann über das Jahr zunehmen wollen. Auch das werden wir natürlich immer hier wieder thematisieren. Aber man sieht ja auch ganz unten, man sieht für lange, lange Zeiten eigentlich noch weiterhin beständig hohe Zinsen. Zumindest ist es das, was der Markt erwartet. Jetzt hier im November, aktuell hat sich das Bild vielleicht noch ein bisschen verschärft, dass man ja vielleicht eher so mit 3,5% liegt. Was man aber sieht, wir sind weit entfernt von halt den Zinssätzen, aus denen wir oder von denen wir mal kamen zu der Zeit, ja, vor Corona und während Corona. Wir starten aber mal kurz in das Jahr rein. Wir gehen vom Beginn aus im Januar mal kurz durch die einzelnen Monate und wollen noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, was ist eigentlich in den einzelnen Monaten wirklich passiert und wie hat sich das auch auf die Märkte oder wie hat sich das in den Märkten wieder gespiegelt? Und wir haben natürlich auch mal so ein oder andere Ereignis dabei, was außerhalb der Börse passiert ist. Kurz zusammengefasst kann man sagen, im Januar hat sich die Inflationsrate nochmal weiter beschleunigt, insbesondere in Deutschland. Und das sieht man hier unten nochmal abgetragen. Hier so im ersten Teil des Jahres, im Januar, kamen wir aus einer Zeit, wo es nochmal einen Anstieg gab gegenüber des Dezembers. Man sieht es vom Januar zum Februar hat sich es in den USA leicht abgesenkt. Trotzdem lagen wir bei Inflationsraten von plus 8,7% in Deutschland, von plus 6,4% in den USA.
Trotzdem, und das muss man ganz klar sagen, haben sich die Indizes mit einem positiven Start in das Jahr entwickelt. Das heißt, es gab insbesondere zum Jahresbeginn so einen relativ starken Anhub, kann man sagen. Und das lag so ein bisschen da auch getrieben daran, ja, dass man zwar höhere Inflationsraten haben, die aber teilweise unter den Erwartungen lagen und dass wir auch die ersten Quartalsberichte hatten, die positiv waren. Das heißt, die Rezession hat sich hier noch nicht wieder gespiegelt, sondern man hatte wirklich positive Markterwartungen. Zusätzlich hatte man ja die Beendigung dieser Zero-Covid-Politik, also die ersten Lockerungen in China. Auch das war so als positiver Indikator gesehen. Ich habe es ja gerade eben schon angesprochen. Die EZB ist zwar ein bisschen skeptisch gewesen, hat gesagt, dieses 2% Inflationsziel, das dauert noch ein bisschen. Allerdings ist man mit 2025 natürlich in einem halbwegs absehbaren Rahmen. Also generell konnte man hier positive Ereignisse sehen. Außerbörslich hat man gesehen, es gab mal wieder, es gab ja zu dieser Zeit insbesondere sehr starke Proteste von Klimaaktivisten, insbesondere auch in Lützerath. Das war so ein klassisches Beispiel dafür. Das war der Januar. Wenn wir jetzt weitergehen und uns den Februar ansehen, dann sehen wir, wir hatten eine erneute Anhebung der Leitzinsen der EZB und waren mittlerweile bei 3%. Auch die FED hat weiter die Zinsen angehoben. Wir waren hier jetzt bei 4,5%, also schon mit deutlichen Zinsschritten, die auch antizipiert waren, wie wir es gerade eben gesehen haben. So langsam ist das Ganze auch nicht mehr ganz so gut bei den Märkten quasi angekommen. Also man sieht so ein bisschen, der S&P 500 ist im Verlauf des Februars wieder leicht abgesackt, also ein bisschen die Anfangseuphorie des Jahres, die ist so ein bisschen leicht wieder abgefallen. Auch die, diese Reduzierung oder die Kostenreduktion sind bei den Unternehmen so langsam durchgeschlagen. Also man merkt jetzt, auch wenn die ersten Quartalsberichte positiv waren, dass sich vielleicht hier rechts oder links in der Zeit doch etwas tut und dass die aktuellen Quartale nicht mehr ganz so gut laufen. In der Türkei gab es ein Erdbeben, auch in Syrien hat man das Ganze gespürt. Und das hat zu keinen weiteren positiven Entwicklungen geführt, auch wenn der DAX recht stabil geblieben ist. Wir sehen es hier vom Januar in den Februar und auch im März hat man aber trotzdem positive Entwicklungen gesehen, was die Inflationsraten betrifft. In Deutschland weiterhin bei 8,7%, in den USA ging es aber ein Stück bergab. Und noch deutlicher wurde es, wenn wir jetzt in den März blicken und da sieht man so ein bisschen die ersten deutlichen Verlangsamungen der Inflationsraten in den USA und in Deutschland und hier nochmal in der Grafik wirklich dargestellt. Januar, Februar, März, auch hier jetzt sieht man schon die erste Antizipation in den April rein, aber hier wirklich einen deutlichen Abfall in den Inflationsraten. Das wiederum ein positives Signal für die Märkte, nachdem man ja den ersten Zinsschock nochmal bekommen hatte und man weiß auch, dass die EZB die Zinsen weiter anhebt, hat man keine ungebrochene Euphorie, aber trotzdem wieder ein positives Momentum in den Märkten gehabt. Viele haben sich ja gefragt, eigentlich braut sich hier was zusammen. Wir haben steigende Zinsen, wir haben immer noch hohe Inflation. Warum steigen die Märkte? Ja, es gab halt viele, viele positive Signale, die eigentlich dafür gesprochen haben, dass das Szenario nicht ganz so kritisch wird, wie man zuerst dachte. Bis zu einem gewissen Punkt, muss man so sagen, denn man sieht es hier unten, der Einbruch des Bankensektors, der stand voraus und das war so das Kernthema auch im März und das war tatsächlich auch das Thema, was die Bankenwelt so ein bisschen erschüttert hat und am Ende auch die Märkte erschüttert hat und das sehen wir so ein bisschen im April, denn dann war die Euphorie eigentlich großflächig vorbei. Was man aber noch sehen kann, OpenAI, das war ja auch eigentlich noch Newcomer in diesem Jahr, auch wenn es diesen Chatbot dann schon seit 3 Monaten gab, gab es mit GPT-4 ein großes neues Modell, was große neue Schritte gemacht hat, was viele Pforten geöffnet hat und was zu noch mehr Effizienz führen sollte. Im Verlauf des Jahres wurden wir da auch in vielerlei Hinsicht bestätigt. Nichtsdestotrotz haben wir im April dann gesehen, ja, dass die Märkte stagniert sind, auf relativ hohen Niveaus schon, kann man so sagen. Die Inflation ist zwar weiter zurückgegangen, allerdings ja, in einem Rahmen, der ja diese Beständigkeit, die man hier so ein bisschen gesehen hat, weiter beschleunigt. Wir sehen es erst wieder im Mai, also erst im nächsten Monat geht die Inflation wieder eine ganze Ecke zurück. Bankensektor war ein Thema und man muss halt ganz klar sagen, dass der Bankensektor das ein Thema war, hat auch so ein bisschen dazu geführt am Ende, dass weitere Zinsschritte erstmal so ein bisschen kritisch begutachtet wurden vom Markt. Allerdings die FED eigentlich trotzdem an ihrem Kurs festgehalten hat. Und da muss man ja sagen, im Verlauf des Jahres hat man ganz klar gemerkt, das, was
Powell insgesamt insbesondere gesagt hat, ist auch oft so eingetroffen. Man hat viel rechts und links antizipiert, allerdings ja, hat er oft von dem gesprochen, was auch wirklich dann eingetreten ist. Wir gehen mal weiter in den Mai. Da gab es dann den siebten Zinsschritt der EZB in Folge. Die Märkte waren quasi auch so langsam im Sommerloch. Allerdings muss man sagen, hat die EZB auch gesagt, ein Ende der Zinserhöhungen ist absehbar. Man hat noch ganz deutlich nicht von Zinssenkungen gesprochen. Allerdings waren ein Ende der Zinserhöhung zumindest absehbar, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Und die Bankenkrise hat auch weiter um sich geschlagen. Die ersten großen Banken haben die kleineren Banken übernommen. Und ja, das hat auch dazu geführt, dass man so ein bisschen Stabilität im Markt bekommen hat. Die Inflation, ich habe es gerade eben schon angekündigt, ist weiter heruntergegangen. Allerdings sieht man hier so später nochmal so eine Entzweiung. Und dann folgt so eine Phase, in der die Inflation tatsächlich deutlich weiter absinkt. Wir gucken uns das gleich nochmal an, wenn wir hier im Juni, Juli sind. Man sieht dann nämlich, dass es diese Sondereffekte gibt. Die Ölpreise sind sehr, sehr deutlich eingebrochen und haben den Markt am Ende oder beziehungsweise die Inflation am Ende in Summe deutlich nach unten gezogen. Die Fed hat die erste Zinspause eingelegt und dass diese Kombination quasi aus ja, diesen Themen hat das auch für eine Euphorie am Markt gesorgt. Also deutliche Zuwächse hier im S&P 500 und auch im DAX. Ja, und in Summe auch in der Inflation sieht man dieses Beispielbild. Man sieht es hier angekündigt, vom Mai in den Juni geht es nochmal ein Stück bergab in den USA. Auch in Deutschland sieht man eigentlich ein niedrigeres Niveau, allerdings geht es hier nochmal einen Ticken bergauf. Und da sieht man auch so ein bisschen die Differenz in den Märkten. Natürlich ist das nicht die einzige Ursache, aber bestimmt ein Grund dafür. Wir gehen weiter in den Juli, bevor wir jetzt hier zu lange verharren. Und da sieht man, die EZB hebt die Zinsen weiter an. Also es ist zwar ein Ende in Aussicht, aber es ist noch nicht gekommen. Auch die Fed hebt die Zinsen weiter an, bis auf das hohe Niveau, auf dem wir mehr oder weniger ja, aktuell gelandet sind. Auch bei Twitter gibt es einige Tumulte, kann man sagen, was den Markt ein bisschen beeinflusst hat. Wichtiges Thema natürlich ist weiterhin die Inflationsentwicklung. Und die fängt jetzt an, so ein bisschen zu stagnieren. Und das ist auch so das Thema, was wir dieses Jahr bestimmt viel sehen werden. Denn wir haben halt natürlich ja, bestimmte Werte im Rahmen der Inflation, die einerseits dafür sprechen, dass die Inflation sehr, sehr lange sehr beständig sein wird. Und das ist insbesondere halt der Dienstleistungssektor. Und dieser Dienstleistungssektor ist halt der Sektor, der den Markt oftmals und insbesondere auch für lange Zeiten weiterträgt, beziehungsweise die Inflation halt weiterträgt und damit im Markt weiterträgt. Und das liegt so ein bisschen daran, ja, dass die Inflation an sich immer getrieben wird aus den Rohstoffpreisen, aber erst nach und nach in die Dienstleistungssektoren runterbröckelt, kann man sagen. Das heißt, zuerst wird die Schokolade teurer oder zuerst wird der Zucker teurer, dann wird die Schokolade teurer und irgendwann werden natürlich, wenn die ganzen Dienstleistungssektoren diese bestimmten Produkte auch für ihre Dienstleistungen benötigen, auch die Dienstleistungen teurer. Auch im Zusammenhang natürlich mit der Lohnpreisspirale. Das heißt, wenn die Belegschaft höhere Kosten für Rohstoffe hat, benötigt sie am Ende mehr Gehalt oder wollen ausgeglichen werden. Für dieses fehlendes Gap kann man sagen, auch das fließt am Ende in den Dienstleistungssektor. Und das sieht man so ein bisschen in dieser Inflationsentwicklung, wie beständig sie halt in den nächsten Monaten sein wird, auch wenn wir in Deutschland noch ein ganzes Stück zurückkommen und in den USA es nochmal so Wege von oben nach unten geht. Das heißt, sie wird in der nächsten Zeit nochmal ein bisschen fallen und steigen. Und das sieht man auch, wenn ich jetzt mal in den August gehe. Das heißt, wir steigen wieder einen Ticken in den USA. In Deutschland bleiben wir weiter beständig. Wir haben weiterhin hier eigentlich höhere als erwartete Inflationsraten, trotz der niedrigen Energiepreise, die das Ganze eigentlich überproportional nach unten ziehen. Und das liegt so ein bisschen daran, dass dieser Effekt hier eintritt. Das heißt, wir hatten zuvor Energiepreise, die sehr stark gesunken ist und jetzt verharrt man auf so einem mittleren Niveau und es legt sich runter in die Lebensmittelpreise. Zusätzlich gab es einen Downgrade in den USA, das heißt, die Kreditwürdigkeit in den USA wurde heruntergestuft. Das wurde schon von anderen Ratingagenturen zuvor gemacht, jetzt aber auch von Fitch. Das heißt, zwei der drei Großen haben ein schlechteres Rating für die USA gegeben. Immer noch ein gutes, aber ein schlechteres. Und das sieht man auch am Ende in den Marktentwicklungen. Also kein guter Monat. Alles dreht eher in die negative Richtung.
Und ja, das ändert sich auch nicht im September, kann man so sagen, denn die Inflation in Deutschland ist zwar ein ganzes Stück zurückgekommen, auch durch die Effekte, die wir gerade eben beschrieben haben, aber man sieht halt ganz deutlich, wie sich in den USA auch nicht viel tut. Also wir sind wirklich bei einer sehr, sehr sticky, kann man sagen, einer sehr, sehr beständigen Inflation angelangt und ja, das sieht man hier oben in diesen Daten, die wir hier oben aufgeschrieben haben. Das heißt, ja, man kann sagen, das Ziel, dass man die Inflation sehr schnell nach unten bekommt, das wurde nicht erreicht, kann man so sagen, zumindest an diesem Punkt. Es wurde aber auch nicht wirklich erwartet. Das heißt, es gab natürlich Marktteilnehmer, die noch gehofft haben, dass die Inflation schneller und beständiger zurückgeht. Aber man hat von langer, langer Hand eigentlich gesagt, sowohl bei der Fed als auch bei der EZB, die Inflation wird sehr, sehr lange sehr beständig sein. Ja, und das ist das, was wir in den nächsten Monaten auch wirklich sehen, auch wenn wir in den Oktober reingehen. Sehen wir ja weiterhin ein negatives Marktverhalten. Wir sehen, dass die EZB zwar die Zinserhöhungen jetzt mal auslässt, auch mit der Fed sehen wir diese Beständigkeit, aber wir sehen, dass die Inflation sich halt wirklich kaum bewegt. Und dann gab es zusätzlich in diesem Momentum natürlich auch die Auseinandersetzungen in Israel. Die 10-Jahres-Anleihen erreichen erst jetzt ihren Höchststand, kann man so sagen, seit 2007. Also sie steigen weiter kontinuierlich an. Also alles keine positiven Segmenteffekte. Man sieht so ein bisschen im Jahresverlauf, dass man schon sehr euphorisch war im März, April, Mai und diese Euphorie jetzt auch deutlich abnimmt. Wir sind jetzt hier im Oktober mit im schlechtesten Monat. Und ja, das wird auch im November erst so langsam wieder besser, kann man fast sagen, und dann aber rasant. Denn ja, das BIP in den USA ist weiterhin konstant, der US-Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin konstant und so langsam zeigen die ganzen konjunkturellen Indikatoren, es scheint so, als würde ja zumindest ein Soft Landing möglich sein. Also die Konjunktur zeigt sich robust, die Inflation. Und man sieht es hier, ich mache es jetzt mal auf, bis zum Dezember ändert sich zwar nicht so wirklich, sie ist aber auf diesem niedrigen Niveau eigentlich gefangen. Man hat positive Effekte gesehen aus, ja, aus den letzten Quartalsergebnissen auch und eine gewisse Beständigkeit auch in vielen Unternehmen gesehen. Und jetzt muss ich mal gerade, genau, jetzt ist das Bild auch wieder da. Jetzt sieht man ganz gut auch diesen sehr, sehr deutlichen Aufschwung, der insbesondere natürlich dadurch geprägt ist, dass man jetzt hier von den ersten Zinssenkungen auch wirklich spricht. Und das ist auch das, was den Markt am Ende in den Dezember trägt. Auch hier kann man das Ganze nochmal deutlich sehen. Wir sind mittlerweile bei Inflationsraten von 3,7 und 3,4% angelangt. Die Märkte freut das Ganze. Wir haben kräftige Zinssenkungen im Euroraum und in den USA. Wir haben die zumindest eingeplant sind für das Jahr 2024. Wir haben sie noch nicht. Ich gucke gerade, weil das Bild weg ist. Und wir haben ein neues Allzeithoch im DAX erreicht. Also man sieht, die Euphorie schlägt wirklich um. Sie schlägt in vielen Teilen des Marktes um. Der Goldpreis erreicht ein Allzeithoch bei 2100 Dollar. Also meistens eigentlich ja so eine ungewöhnliche Phase, weil Goldpreis und die Aktienindizes oftmals in der Phase sind, die eigentlich ja, dafür spielen, dass Gold insbesondere in unsicheren Phasen sehr, sehr präsent ist, während Indizes ja insbesondere in den Zeiten sehr, sehr hoch und präsent sind, wenn die Wirtschaft eigentlich sehr gut läuft. Also oftmals eigentlich ein Mix, der nicht immer konstant gleich läuft, hier aber in diesem Fall trotzdem. Das liegt an diesen ganzen geopolitischen Unsicherheiten. Wir gehen einmal weiter und das war so ein bisschen der Jahresrückblick auf Einzelebene. Ihr könnt euch das ja gerne nochmal in Ruhe angucken. Das ist auch das Ziel dieser Präsentation. Also nicht jetzt alles hier in vollem Ganze aufzuschnappen. Das ist ja doch eine ganze Menge an Informationen. Aber wir wollen nochmal ganz kurz im Vergleich sehen, ja, wie haben die großen Indizes performt? Lustigerweise, der beste war hier wirklich der russische Indiz, der schlechteste, das haben wir im Jahresverlauf auch gesehen, der chinesische. Aber in Summe kann man durch diese Jahresendrallye und durch die ja, Antizipation von Zinssenkungen, von einem Soft Landing, von vielen positiven Indikatoren, sieht man in Summe, dass die großen Indizes eigentlich alle positiv performt haben. Ja, und China eigentlich so ein bisschen der Hoffnungsträger des Jahres war, die selber aber viele, viele Probleme haben. Wer sich jetzt aber freut und sagt, ja, alles wird wieder positiv, an der Stelle muss man so ein bisschen sagen, ein Großteil dafür oder ein großen Aus- oder Anteil von dieser sehr, sehr positiven Performance haben insbesondere die Magnificent Seven gemacht. Was sind die Magnificent Seven? Die gucken wir uns gleich nochmal ganz kurz an, aber das sind insbesondere halt die großen Player am Markt.
Die dafür stehen, dass ja, die Technologie weiter vorangetrieben wird. Also wir sprechen von Apple, wir sprechen von Microsoft, wir sprechen von Nvidia in diesem Falle auch sehr, sehr stark, wir sprechen von Google, also von den großen Tech-Giganten, und die sind dafür verantwortlich, dass die Märkte sehr, sehr positiv zum Ende des Jahres gelaufen sind. Also KI, AI, das war ein großes Thema für Effizienzen. Ja, und das sieht man so ein bisschen im Jahresvergleich. Also wenn man hier 84% bei diesen großen 7 Aktien gesehen hat, waren die kleinen Indizes diejenigen, oder die Indizes waren diejenigen, die nur kleine Renditen erzielt haben, von 3% bis 35%. Und hier sieht man es auch ganz gut in der Gewichtung. Also hier ein großer Anteil der Magnificent Seven, hier nur ein ganz geringer Anteil der Magnificent Seven, und das zieht sich am Ende auch in den Performances der Indizes wieder. Also alle, die sich wundern, hey, mein etwas konservativeres Aktienportfolio hat ja gar keine 20, 25% gemacht, wie wir es gerade eben gesehen haben. Das liegt so ein bisschen halt daran, ja, dass wir, dass hier vielleicht nicht die großen 7 dabei sind oder nur kleine Teile. Und das sieht man so ein bisschen auch im Jahresverlauf. Was waren so die Top- und Flop-Aktien? Da sieht man, Tech und Technologie waren ein großes Thema. Im DAX vielleicht gar nicht so sehr. Da sieht man, dass Adidas das große Rennen gemacht hat und Zalando abgestraft war. Man sieht es aber insbesondere, wenn man in den S&P 500 geht, Nvidia hier mit 240% Performance für einen so großen Titel, natürlich sehr, sehr beeindruckend. Klassische Titel wie hier FMC Corp, wo es eher so um klassische Chemieindustrie geht, die wurden abgestraft. Man sieht es tatsächlich auch im Nasdaq 100, auch hier Nvidia, ja, diejenigen, die das Ganze nach vorne getrieben haben. Moderna, die ja mit 44% hier diejenigen waren, die ja vielleicht nicht so positiv performt haben, muss man so sagen. Und das sieht man natürlich insbesondere an den Themen Pandemie, wie gut ist oder wie schnell hat man die Pandemie überwunden. Hier steht übrigens 125% von Nvidia, das ist natürlich nicht korrekt. Man sieht es aber auch im Dow Jones, wo halt diese großen Themen nicht dabei waren. Da war Salesforce, was natürlich auch ein Technologie- und ein AI-Titel ist, derjenigen, die das nach vorne getrieben haben, mit 95%. Auch hier klassische Industrie, derjenigen, die deutlich mehr Probleme hatten. Wir haben es gerade eben gesehen bei Moderna mit Impfstoffen. Das sehen wir im Weitergestrickt auch bei Walgreens, einer Apothekenkette, die auch natürlich deutlich weniger Impfstoffe verkauft haben und somit deutlich weniger Umsätze gemacht haben. Also das waren die großen Themen des Jahres 2023. Was steht im Jahr 2024 an? Auch das ist mal hier so ein bisschen in der Übersicht zusammengetragen. Also Preisstabilität ist natürlich ein großes weiteres Thema. 2%-Ziel ist so in Sichtweite, aber ich habe gerade eben darüber gesprochen, wie schwierig es doch ist, dieses 2%-Ziel wirklich zu erreichen. Denn wie beständig ist die Restinflation? Das ist ein großes Thema. Wir haben EZB und FED mit Zinssenkungen in Aussicht, aber wann sie kommen und in welcher Tiefe sie kommen, das ist noch die große Frage. FED ist da etwas offensiver, während die EZB etwas restriktiver noch aktuell ist. Soft Landing in den USA, schaffen wir das oder gibt es da eine Rezession? Ebenso in Deutschland, dort haben wir zuletzt eine sinkende Wirtschaft gesehen. Immobilienkrise ist ein großes, großes Thema, insbesondere in den großen Industrienationen. Da sind die Häuserpreise signifikant gefallen. Mehr dazu auch nochmal nächste Woche. Geopolitische Krisen werden weiterhin ein Thema sein. Russland, Ukraine, Taiwan und China, der Gaza-Konflikt. Und wir haben das größte Wahljahr vor uns in der Weltgeschichte. 4 Millionen Menschen, die wählen. Allerdings an der Stelle muss man ganz klar sagen, dass nicht alles Demokratien sind, wo hier gewählt wird. Also auch in sehr autokratären ja, Nationen, kann man sagen, wird von Wahlen gesprochen. Die Magnificent 7 gegen die Marktbreite, das ist ein großes Thema. Also schaffen es diese großen 7 Unternehmen weiterhin den Markt so outzuperformen? Auch das sprechen wir uns gucken wir uns nächste Woche nochmal an. Ja, und KI wird natürlich das Thema dieses Jahres sein, und zwar nicht auf der Ebene, wie entwickelt sich der KI weiter, wie wird das mit den Chips weitergehen, sondern wir werden uns die Frage stellen, wie mündet das Ganze wirklich in Effizienzen in diesem Jahr? Und das wird halt ein Thema sein, ähnlich wie es damals bei Krypto der Fall war oder immer noch der Fall ist, was wirklich Anwendungsfälle in der Wirtschaft. Das werden wir uns alles angucken, zusätzlich zu ein paar weiteren Grafiken für das Jahr. Ich sage an dieser Stelle, an der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil, und wir werden uns intensiv mit den Themen in diesem Jahr weiter beschäftigen. Wir werden auch versuchen, weiter positiv natürlich an den Märkten zu partizipieren. Und nachdem es letzte Woche den Blick auf unsere Depots und unsere Performance in den Depots gab, was ja alles sehr positiv aufgefallen ist, werden wir in dieser Woche weiter
Im Basiskurs mit dem über den Depotaufbau auch sprechen, natürlich auch in Kombination mit Investmentstrategien. Und richtig los mit Aktien und Aktienanalysen geht es am Donnerstag in Aktien-Roundup und in der Aktienwerkstatt. Ich sage bis dahin, die Präsentation guckt ihr euch gerne in Ruhe an. Wir stellen sie euch auch zur Verfügung und ja, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.